vor dem Biber Club, wo heute das Mega-Event stattfinden wird. Und die ersten Gäste sind schon angereist. Von wo her seid ihr? Von Gmünd, Kleinheimstein. Und ganz weit eingereist. 7 Kilometer. 7 Kilometer, das ist eine Wahnsinnsanreise. Wie kommt ihr da heute her? Wer seid ihr? Die Bekanntschaft von eurem Geburtstagskind, eurem tollen DJ. Von Werner? Natürlich von Werner. Begeisterte Fans natürlich. Ne? Wie lange kennt ihr den Werner schon? 20 Jahre kenne ich schon. 20 Jahre, das ist ja schon eine mega Zeit. Ja. Wo habt ihr den Werner kennengelernt? Nein, ich kenne ihn durch meinen Mann, also Freund von meinem Mann, von Christian. Von Christian, okay. In der Disco wieder gerade gehört? Ja, das sicher, heißt, aus DJ, ne? Sie waren öfter schon da? Mein Gruber damals. Weil ich also ein Dauergast vom Biber Club. Ja, alt gewordener Dauergast, gell? Sucht mich aber nicht an. So wie natürlich der Werner. Dann wünschen wir euch heute viel Vergnügen, ja, und wir freuen uns dann, wenn wir uns drinnen sehen. Dankeschön. Dankeschön. An meiner Seite nun ein geladener oder nicht geladener Gast? Wenn ich ehrlich sei, nicht geladen. Nicht geladen? Aber ich weiß von Werner, auch die nicht geladenen Gäste sind heute herzlich willkommen. Darf ich kurz vielleicht ein bisschen indiskret sein? Warum bist du dann trotzdem da heute? Ich habe zwar gehört, dass das heute stattfindet, dass das ein Geburtstagsfest oder sowas ist, glaube ich. Ja, ich hatte den 50er, das habe ich gehört. Grüß dich. Und ja, ich kenne die Disco, da bin ich quasi aufgewachsen und da habe ich mir gedacht, na ja, da muss ich her natürlich. Was gefällt dir an dem Biber Club so besonders? Also was taugt am meisten? Na ja, die Erinnerungen von früher. Ja. Da sind wir halt groß geworden da herinnen. Ja, die Wirten kennen wir natürlich und wahrscheinlich die halberten Leute, die heute da sind, die wir auch kennen. Denke ich mal. Was erwartest du von dem heutigen Abend? Wie stehen die Erwartungen? Ich habe keine Erwartungen, ich lasse mich überraschen und ich glaube aber, das wird ein lässiger Abend werden. Das glaube ich und hoffe ich auch und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Dankeschön. An meiner Seite nun das Geburtstagskind und eigentlich der Organisator dieses tollen Festes, dieses Events. Lieber Werner, wie stehen deine Erwartungen für den heutigen Abend? Ja, ich freue mich, dass jetzt einmal so viel gekommen sind. Ich habe mir eigentlich schon relativ viel erwartet, weil sehr viel Werbung vorher gemacht worden ist und auch sehr viel Mundpropaganda gemacht worden ist von meinem Freundeskreis, so von den früheren Leuten, meine Weggefährten von früher Disco-Stammgäste, was wir früher gehabt haben. Ich lasse mich einfach überraschen. Wir uns auch. Aber Werner, du feierst ja nicht nur deinen 50. Geburtstag, nein, du feierst ja auch noch etwas anderes. Ja, vollkommen richtig. Ich habe mein 33 1/3 Jubiläum. 33 1/3 Jahre deswegen, weil wir früher schon angeredet haben, 33 1/3 kommt von der Schallplatte, von der LP, die rennt nämlich auf 33 1/3. Und darum haben wir heuer genau 33 1/3, weil am 24. Jänner habe ich das erste Mal da aufgerichtet. Und das ist dann jetzt genau 33 1/3. Sensationell, also du machst das dann schon ja, fast dein Leben lang. Ja, es ist ziemlich lang, aber ich habe durchgehend natürlich jetzt nicht Profi-DJ gemacht. Ich habe jetzt natürlich meine Arbeit. Ich arbeite im Gesundheitsbereich jetzt natürlich hauptberuflich. Aber spezielle Events mache ich natürlich immer gern. Ja, lieber Werner, wir wünschen dir natürlich einen wunderschönen Abend. Was ist dein größter Wunsch für den heutigen Abend? Dass alles friedlich runterläuft, dass sich die Leute amüsieren, dass gute Stimmung ist und dass einfach dieses Wiedersehen, also dieses jahrzehntelange Wiedersehen wieder bei den Leuten so ein bisschen Emotionen auswirkt und so ein bisschen Erinnerungen ruft von früher. Dann wünschen wir dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und wir freuen uns jetzt gemeinsam mit dir auf eine tolle Party. Ich sehe da bereits schon die ersten Gläser Sekt stehen. Du bist anscheinend, du hast ja schon das erste Gläschen gegönnt und geholt. Warum bist du heute da? Bist du ein geladener oder nicht geladener Gast? Ein geladener Gast. Wir feiern in DJ Werner seinen Geburtstag. DJ Werner, den haben wir halt schon öfters gehört. Woher kennt ihr den DJ Werner? Wir kennen den DJ Werner vom Günther, das ist ein Freund von mir und der hat uns da ins Ganze reingebracht. Deswegen sind wir jetzt heute dabei. Und ihr seid quasi da heute richtig bei diesem Mega-Event am Mitfeiern? Ja, wir sind voll am Feiern und wir lassen es richtig rumgehen. Also top motiviert, kann man da nur dazu sagen. Der Werner, heute ist ein 50. Geburtstag. Gibt es irgendwas, was ihr ihm auf dem Weg mitgeben möchtet? Toi, toi, toi und alles, alles Gute. Auch weiterhin vielleicht, er ist ja glaube ich jetzt nicht mehr so im DJ-Bereich aktiv. Ist das ein Fehler von ihm? Ja, würde ich schon sagen.
Das heißt, wir wünschen ihm auch, dass er vielleicht im DJ-Bereich wieder ein bisschen mehr macht. Ja, das war eine gute Idee. So, Werner, ich hoffe, das war genug Ansporn für dich. Ja, wir sind jetzt an der Kasse vom Biber Club. Mit wem habe ich die Ehre, jetzt ein Interview zu führen? Ja, ich bin die Susanne aus Oberösterreich. Ah, eine Kollegin von mir quasi, weil ich bin auch aus Oberösterreich. Wie kommst du als Oberösterreicherin zum Werner? Also ich habe den Werner vor 2 Jahren kennengelernt in meinem Lokal, ich war im Lokal im Wels, Café-Restaurant in der Dr. Schauerstraße. Und da ist der Werner eigentlich durch Zufall zu mir gekommen, da sind wir ins Gespräch gekommen durch seinen Beruf, was er jetzt ausführt, und wir sind eigentlich sehr gute Freunde geworden. Ich muss jetzt das mal ganz kurz erwähnen und meinen Kameramann bitten, ob wir das draufkriegen, das Kostüm dieser Dame. Das ist ja sensationell. Darf ich dich fragen, warum du heute so toll gekleidet bist? Also wir haben ja das Thema aus den 80er Jahren. Und so habe ich mir gedacht, ich kleide mich auch so ein bisschen noch uppermäßig. Und die Frisur aus den 80er Jahren, also meine Hochzeitsfrisur damals 1981, war so. Nur ein bisschen genauso ausgeschaut. Also back to the 80s? Ja, genau, genau. Ja, ich kann nur sagen, es ist dir gelungen. Gratulation. Dankeschön. Schönen Dankeschön. Abend noch. Dankeschön. Danke auch. Der nächste Herr, der schon ein Glas Sekt in der Hand hat, also es kann heute nur ein lustiger Abend werden. Was machen Sie da heute? Ja, also der Chip ist einmal mein Jugendfreund, mehr oder weniger. Da bin ich seit 16 Jahren, seit meiner Moped-Zeit da gewesen. Und da haben wir richtig so, was der so jugendlichen Übermut ausgelebt natürlich. Übermut tut selten gut, heißt es immer, oder? Ah, also selten gut. Also ich würde mal sagen, Übermut, den du immer wieder betreiben kannst, der macht einfach mutig, schön und ja. Und du darfst auch alt werden dabei, also mit Würde alt werden, sage ich jetzt einmal. Ne? Und aus dem Grund, ich mache eine kurze Geschichte. Meine Frau hat heute mit ihrem Radl eine Panne gehabt und da haben wir beim Chippy im Regenschutz gefunden und da habe ich euch ein Plakat gesehen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist wirklich cool und toll, da schauen wir wieder mal rein. Ne? Also, das heißt, es war heute eine spontane Aktion. Also ja. Meine Frau und ich, wir sind immer für sehr spontane Aktionen. Ne? Also, ja. DJ Werner ist ein Begriff für euch? Bis zu einem gewissen Grad schon, ja. Bis zu welchem Grad? Also jetzt muss ich passen. Ja. Aber ihr habt schon einmal auflegen gehört. Also wir haben schon einmal auflegen gehört. Ja, wir stehen da jetzt gerade bei den Chefitäten, wenn ich das so sagen darf, vom Biber Club. Ja, woher kennt ihr den Werner überhaupt? Na ja, wir haben einen Tischjob gebraucht. Und da hat er sich zur Verfügung gestellt. Wann war das circa? Das weiß ich nicht so genau. 83 bis 87 wird der Werner. Nein, ich glaube nicht, aber es ist lang her. Also es ist fast eine Ewigkeit her. Ja. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Werner? Eigentlich sehr gut, er war immer zuverlässig und er war halt seiner Zeit voraus. Weil er hat sehr viel Italo Musik gespielt und halt, das war jetzt das Waldviertel der damalige Zeit ein bisschen zu früh. Aber im Großen und Ganzen hat es echt gut gepasst. Wie war das dann für euch, wie es plötzlich geheißen hat, weil er liegt nicht mehr bei euch auf? War das momentan ein Schock? Nein, es hat damals viele junge Leute gegeben, die sowas machen wollen. Ja, da hat es eigentlich kein Problem. Jetzt muss ich noch fragen, ich persönlich bin ja aus Oberösterreich und habe gehört, der Biber Club wird ja auch Chippy genannt. Warum ist das so? Naja, mein Mann heißt Robert, aber er war immer der Chippy. Es kommt eigentlich von Kipper, von Barkipper. Alles klar. Ich bin jetzt immer mit Gewicht ein bisschen runtergekommen. Dankeschön, jetzt kennen Sie die Oberösterreicher auch aus. Es steht jetzt eine zweite Dame da bei uns. Wie kennen Sie dazu? Meine Schwester. Und war von der ersten Stunde eigentlich schon dabei und hat eigentlich meistens die Bar geschmissen, weil ja, die Kontrolle über Verschiedenes. Es ist immer gut, wenn man die Kontrolle über gewisse Dinge hat. Wir sprechen jetzt gerade von den 80er Jahren, das heißt, wie lange gibt es denn dieses Lokal hier, den Biber Club, schon? 35 Jahre circa. Wahnsinn, also. Aber im Wechsel, das Outfit hat sich immer wieder verändert. Ja, Veränderungen gehören im Leben dazu. Wie lange wird es den Biber Club noch geben? Das steht in den Sternen. Aber wir schauen damit schon ein bisschen. Wir sind schon im reiferen Alter. Ja, Rollstuhl. Ja, ich persönlich bin ja das erste Mal hier im Biber Club.
Und ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht noch ein zweites Mal herkommen kann und dass den Biber Club noch ganz, ganz lange gibt. Ja. Herzlichen Dank und ich wünsche uns allen einen wunderschönen dagegen. Abend. Bitte? Wir hätten auch nichts dagegen, wenn wir Oberösterreicher kommen. Aber es ist halt ein weiter Weg da. Wir haben die moderaten Preise im Waldviertel. Da geht ja Zimmer jederzeit los. Super, ja, ich werde mit dem Bus anreisen. Okay. Danke, ich freue mich. Schönen Abend noch, danke. Schaut sich schon ganz, ganz gemütlich aus. Ihr seid halt wegen dem Werner da? Muss ich eigentlich sagen, nein. Okay. Weil ich kenne den Werner leider nicht, aber wir werden heute ihn kennenlernen. Ich bin da wegen einer Freundin, die hat mich darauf hingewiesen, das ist auch Gmünd. Ja, und somit sind wir hier gelandet. Ja, es ist ein ganz nettes Lokal und jetzt lassen wir uns überraschen, was der Werner, wie der Werner uns verzaubert. Ja, der Werner werde ich erst ein bisschen später verzaubern, aber es werden natürlich vorher genug Attraktionen stattfinden. Also ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hoffen, dass es dann nicht bereuen wird. Danke, danke schön. Danke auch. An meiner Seite nun der Gerhard, DJ GMC, ist das richtig? Ja, stimmt. Also der Werner, der hat mich kaum informiert. Woher kennst denn du unseren Werner? Also bei mir war es ungefähr genauso wie damals bei Wolfgang. Wir, zu mir haben Späßer gesagt, im Geo liegt der DJ auf, der was ein Wahnsinn ist, hinter mir spielt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich heute mal mit und gebe mir das einmal. Und ich habe dann eben, da hat er gerade seine Mixshow abgezogen, da waren wir drinnen und dann hat er zuerst mit seinen zwei Plattenspielern hinterher schon viel, das zuerst zwei, drei Mal nur im Fernsehen zu sehen, nicht? Von Europa mal, Meisterschaft, wo sie Videos gemacht haben. Und dann ist er mehr oder weniger mit den Füßen zuerst einmal auf einen Schokolade gestiegen und zum Schluss war er mit alle zwei Füßen auf der Liftanlage und hat mehr oder weniger so einen Kopf, hat er dann mehr oder weniger mit seinem Plattenspieler jongliert. Und dann habe ich gesagt, du bist der Gott hinter dem Plattenspieler, du bist der absolute Hammer. Und er war eigentlich auch der Grund, also er hat damals mit drei Plattenspielern aufgelegt, wieder gesagt hat, ich brauche einen dritten Plattenspieler. Ich habe damals nur zwei gehabt, da habe ich gesagt, wenn der drei hat, traue ich das auch, ich muss das auch haben. Hauptberuflich oder machst du das nebenbei? Nein, nicht beruflich. Wo kann man dich denn hören? Momentan eigentlich so gut wie eigentlich gar nichts mehr, außer bei den Schiffbahn-Flip-Partys. Das macht der Späßer von mir, das ist in Salzburg. Heute ist ein in Linz, aber da habe ich gesagt, das lege ich nicht auf, jetzt bin ich da. Weil ein Werner zum 50. Mann, jetzt mittlerweile kenne ich ihn auch schon seit Anfang 1992, nicht? Da gehen wir zum Werner. Das heißt, wir haben heute die Chance, dich noch zu hören. Ja. Okay, ich persönlich freue mich schon total drauf. Und gibt es vielleicht noch irgendeine Kleinigkeit, wo du sagst, das möchte ich dem Werner auf dem Weg mitgeben? Also Werner, von mir alles, alles Gute und noch einmal 33, ein Drittel Jahre mindestens zum Aufweg. Herzlichen Dank. Dankeschön. Juhu, Trara, Oberösterreich ist vertreten. Ich habe einen Partner aus Oberösterreich endlich gefunden. Herzlich willkommen da in der Diskothek, in der Biber-Diskothek. Was machst du heute noch? Warum bist du da? Ich bin ein langjähriger Fan von Werner und bin einladen gefolgt. Und ja, wenn man einladen kriegt, dann muss man ihn auch nachkommen, weil er ist ein langjähriger, ist ein guter Freund. Und er hat es verdient. Er ist bissmäßig, ist er immer noch gut, aber er war früher auch noch einer der Besten. Im Liebesbereich auf jeden Fall und war auch wegweisend zu mir, der Kollege der Fritz und ja, darum bin ich da. Also man sieht, die Welt ist klein und bei coolen Events trifft man sie einfach wieder. Schaut so aus. Ja, stimmt, ja, ja. Der Werner hat jetzt seinen 50. Geburtstag. Was gibt es denn zu seinem Jubiläum als DJ und zu seinem 50. Geburtstag am Weg mit? Ja, ja, wollen wir mit Gesundheit und das Wichtigste. Und dass alle DJ-mäßige und Interesse an der Musik nicht verlieren und immer noch ein wenig am Ball bleiben. Weil er hat das Spiel und er hat auch
ins Kloster bin. Habe aber vorhin noch kontaktiert und ist dann gekommen, dass er dann aufgekommen und gesagt hat, ich habe mich ausgeschissen. Du warst zufrieden als DJ in Werner? Ja, ich bin bei ihm einmal gewesen, bei USA, eben Aufnehmen und so, weil es so war, was da wir sind eigentlich gut zusammengekommen. Irgendetwas Nettes oder nicht so Nettes auf dem Weg mitgeben? Ja, was Nettes, nicht so Nettes. Also zu bleiben, wie er ist. Er ist immer ansprechbar, ganz egal, was da war, oder wie sprechen wir, und das passt immer. Ja. Also unter nicht so Nettes verstehen, gibt es irgendwelche Verbesserungsvorschläge für Werner? Nein, es gibt keine Verbesserungsvorschläge. Er hat wirklich 10 Euro und das passt. Super, danke schön. Dankeschön. Martin, herzlich willkommen hier bei der Geburtstagsfeier und bei der Feier des Jubiläums, des DJ-Jubiläums von Werner. Du bist der Lichtjockey. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, ich bin im Prinzip verantwortlich für das Lichtnummer. Also am Beruf vom Lichtjockey gerne im Prinzip dazu einmal das Ganze programmieren. Lichtanlage programmieren und dann am Abend eben das Licht abrufen. Schauen, dass das Licht zur Musik dazu passt. Das heißt, du hast mit Werner schon einige Male zusammengearbeitet? Ja, ich habe ihn Werner kennengelernt, damals im Megawings in Mauthausen. Also ich war dort schon Lichtjockey und er hat dann das DJ angefangen. Und ja, dort habe ich kennengelernt und muss sagen, war wirklich eine super Geschichte. Wie war die Zusammenarbeit mit Werner? Ein Traum. Er hat den Feier gehabt, er war wirklich immer mit wie soll man sagen, er hat das geliebt. Das hat mich einfach total fasziniert. Für ihn war das kein Job, kein Beruf oder sonstiges, sondern du hast einfach gemerkt, er ist taugt beim Irrsinnig und das ist das, was er machen will. Und er hat damit auch die anderen angesteckt. Er hat sich intensiv damit beschäftigt, mit der ganzen Geschichte und von dem her, der hat Sachen gewusst und das hat mich total fasziniert bei ihm. Einfach sein Musikkenntnis und wie er sich damit beschäftigt, wie er sich auskennt. Ich meine, vielleicht eine kurze Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Er war schon vor mir da, er hat sich eigentlich immer in die Lokale, hat er sich die Gegebenheiten angeschaut, er hat sich angeschaut, die Technik, er hat alles überprüft. Wie schaut es aus im Lokal, was kann man machen? Und ja, ich bin dann reingekommen, stellt der Tischjockey um und hat den Plattenspieler gelegt, Plattenteller war herunter, so heute. Da haben wir dann auch momentan einmal blöd geschaut, ne? Dann haben wir mal gedacht, naja, ich hoffe, dass wir heute noch spielen können. Ne? Und, aber er hat dann in seiner offenen Art hat er mir gleich zum Erklären angefangen, was er da alles macht. Und für mich war es, ich weiß nicht, wie wenn wir uns schon 10 Jahre kennenlernen und wir haben uns aber erst am ersten Tag gesehen. Ne? Also Liebe auf den ersten Blick quasi. So kann man es auch sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Werner irrsinnig gern. Und das war wirklich damals, ich habe am Anfang auch gemerkt, wir sind auf derselben Wellenlänge, weil ich war eben auch, ich habe nur Siegfried und mir hat das auch irrsinnig gedacht. Ich habe ihn kennengelernt, aber ich wusste, ja, er ist genauso drauf wie ich. Wenn es passt, dann passt es. Ja, ihr redet aber alle irgendwie in der Vergangenheitsform laufend. Wir haben mittlerweile 2016. Was ist jetzt mit eurer Zusammenarbeit? Gibt es da noch was? Tut ihr da noch was? Nein, leider nicht mehr, weil ich arbeite nicht mehr in dem Bereich. Das geht sich einfach beruflich auch nicht mehr aus, weil für mich war es immer ein Job, also ich habe das nicht aufberuflich gemacht. Aber das ist einfach, geht sich dann leider gar nicht mehr aus. Aber eine gewisse Freundschaft ist einfach geblieben. Ja, wir treffen uns noch regelmäßig, gehen essen oder dann grillen miteinander. Das ist auch schön, also es ist einfach über unsere berufliche Beziehung aus ist eine schöne Freundschaft geworden und ich bin echt froh, dass ich das erlebt habe. Ja. Schön. Was kannst du dem Werner jetzt als Freund mit auf den Weg geben zu seinem Jubiläum und zu seinem 50. Geburtstag? Ja, er soll einfach der Werner bleiben, den wir alle mögen und kennen. Und ja, er soll weiterhin mit dem Feier dabei sein. Und, ja. Ich glaube, das ist schön, wenn wir solche Freunde haben dürfen, gell?
Wuschel, wuschel. Ja, Werner, die Party ist am Laufen. Wie ist es für dich? Was hast du für einen Eindruck von dem Fest? Der erste Eindruck, den ich so gesammelt habe bei den Leuten, ist durchaus positiv. Es sind ein paar negative Sachen auch dabei, weil es einfach so spät losgegangen ist und es sind halt ein paar Sachen, aber es ist halt was anderes. Es gehört dazu. Genau, gehört dazu und ich habe das auch deswegen genauso geplant. Und wir werden ja erst ab 12 Uhr jetzt richtig Gas geben. Ne? Das ist jetzt einmal so, wie sagt man in der Musik, vorkühlen. Ne? Warm-up, oder? Genau, jetzt gehen wir dann Gas, so schaut's aus. Gut, wenn jetzt dann das Warm-up vorbei ist, was erwartet uns jetzt nach 12 Uhr noch? Ja, nach 12 Uhr erwartet die Leute was ganz Spezielles, wir spielen nämlich mit Vinyl. Also, es ist die Schallplatte wieder im Kommen und wir werden heute bis heute wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, rüberziehen lassen und ein bisschen aufleben lassen, die ganze Schallplatte-Geschichte. Und ich möchte mit Vinyl halt ein bisschen was den Leuten zeigen, das haben wir auch speziell eine Kamera aufgebaut, die das auf dem Fernseher projiziert, dass die Leute mal sehen, wie man mit Vinyl arbeiten kann. Ich höre immer noch wir. Hat das, wir hören dich heute noch live am DJ Pult? Ganz genau, richtig. Also DJ Werner on the Turntables? So ist es, genau. Noch 12 dann. Noch 12 dann. Gut, dann halte ich dich gar nicht mehr auf. Die Gäste, die warten natürlich schon wieder auf dich. Du bist ja heute das Wichtigste bei diesem Event. Viel Spaß noch, Werner. Danke. So, ich sitze jetzt gerade neben wem eigentlich? Wer sagt's ihr? Susi. Valentin. Okay, Susi und Valentin. Was macht sie halt da? Genießen. Bitte? Mit deinem Genießen auf einer. Genießen? Ja, genau. Warum seid sie da? Wegen mir? Nein, eigentlich wegen dem Werner. Werner ist ein guter Freund von uns. Wie lange schon? Bei mir vielleicht 15 Jahre, bei meinem Mann schon länger. Der Mann hat es gesagt, Valentin, wir sind da zum Genießen. Das heißt, dieses Event ist für euch perfekt. Ja, super. Super, und das heißt, wir feiern noch längere Zeit weiter? Ja, bis zum Schluss. Gut, dann würde ich sagen, ab geht die Party, oder? Auf den Werner. Ja, wir sind jetzt am DJ-Pult, aber ich glaube, du bist kein DJ, was ich so mitgekriegt habe. Was machst du? Ich mache mal das Licht. Das Licht, okay. Du hast auch mit dem Werner schon zusammengearbeitet, das Lichtjockey? Ja, habe ich auch schon, natürlich, ja, und auch das Lichtjockey. Wo zum Beispiel? Zum Beispiel letztens aus dem der Diskothek Harlequin in Weidhofen an der Thaya. Der Werner feiert ja seinen 50. Geburtstag bzw. sein Jubiläum als DJ. Was kannst denn du auf dem Weg mitgeben? Ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Und ja, so soll bleiben, wie er ist und einfach weiter so. Also mit 50 Jahren Hut ab, wie ein DJ natürlich kann. Und wir machen heute eine Party, oder? Ja. Schau, gell? Auf den Werner!